Entering Phobopolis oder so ähnlich. Ja. Phobopolis. 49 Gegner nur, okay. Werden wieder ein bisschen weniger. Ein etwas kleineres Level, aber ist ja kein Problem. Sieht aber auch wieder mega cool aus. Okay, ich soll wohl offensichtlich hier rein. Erinnert mich jetzt so ein bisschen sogar an Batman Doom, um ehrlich zu sein. Da gab es glaube ich auch Level, wo man durch so Schächte musste. Oh, oh, irgendwie habe ich so das Gefühl, hier kommt gleich irgendwas Krasseres, oder auch nicht. Weiß nicht, so ein Hof wie den, bei dem gerade, das ist immer so unheilvoll, ich weiß auch nicht warum. Ja. Hier sieht man recht schwer nur. Okay, danke für die Chaingun. Ich meine, für Pistolstart ist das natürlich nett. Okay, hier drin haben wir, glaube ich, alles gemacht. Wie viele Secrets haben wir eigentlich? 3 Stück. Okay. Der hat mich überrascht. Haben wir hier noch was außenrum? Nee, okay. Eine Sache möchte ich ganz kurz nochmal gucken. Nochmal hier. Oh, verdammt. Hatten wir in dem Raum noch irgendwas hier unten, nämlich? Nee. Dann klicken wir das hier mal. Nee, das ist der Anfangsbereich. Da mache ich nichts mehr. Aber hier oben. Jetzt ist das hier offen. Dann will ich gucken, ob eventuell auch das hier weg ist. Ja. Aha. Okay, jetzt. Ja, jetzt kommen die starken Gegner hier. Autsch. Oh, verdammt. Oh. Wow, macht der hier Schaden. Wurden die Chaingunner hier gebufft? Das würde mich interessieren, weil der macht schon, der hat schon ziemlich schnell ziemlich viel Schaden gerade gedrückt. Sehr gut, die Schrotflinten-Typen sind weg. Na, jetzt ist da der Revenant noch richtig schön nervig oben in der Schützenposition. Der muss mal kurz weg, der nervt sonst. Der hat mir zu viel Kontrolle hier auf der Map gerade. Wenn er da überall hinlaufen kann und überall seine Raketen auf mich ballern kann. Nee, nee. Dann lieber schnell weg mit dem. Automap, interessant. Aua. Also das Level ist cool. Na, ich sehe hier jetzt leider nichts. Muss ich gucken, ob ich irgendwie von anders irgendwie noch dahin kommen kann. Ha. Ja, der ist ja direkt unter mir. Ah, so geht's, aber.
Den hätte ich von unten killen sollen. Okay. Gar nicht mehr so viel. Ah, picked up a clip. Ich dachte gerade, ich hätte versehentlich die Rüstung genommen. Aber die holen wir uns doch bestimmt, indem wir von hier hinspringen. Ah ja. Null Problemo. Den Raketenwerfer nehmen wir uns auch mit, natürlich. Haben wir zwar schon, aber ein bisschen mehr Munition schadet nie. Dann ist da ein Schrotflintentyp gewesen. Der will sich vielleicht nochmal zeigen. Ja. Ja. Okay, da haben wir das Exit. Die haben wir jetzt auch die Automap. Vielleicht kann ich halt echt Secrets damit jetzt finden. Müsste ich gucken. Da hinten ist auf jeden Fall auch die gelbe. Wie komme ich da hin? Oh, indem ich da hochlaufe. Okay. Aua. Ja, musste ich jetzt leider so shit machen. Fuck. Ich habe nicht gespeichert. Scheiße. Scheiße. Okay, man sieht sich. Man sieht sich, wenn ich wieder bei der Stelle bin. Okay, ich wollte gerade sowieso zur gelben gehen und habe hier noch was gesehen und es hat sich herausgestellt, es ist ein Secret. Zack. Ja, man kann hier von dort aus hier rüberspringen, hier hin. Ich zeig mal ganz kurz noch geschwind, wie man da hinkommt, damit es auch schön im Video zu sehen ist. Von hier aus praktisch. Hier. Oder auch nicht. Oh Mann. Okay, auf ein neues. So. Hier hoch. Hier hinspringen. Hier dann vorsichtig entlang. Ne? Ganz einfach eigentlich. Und dann zack. Kein Problem. Ja, ja. Okay, dann geht's jetzt wieder zu den Barons. Sehr gut. Jetzt musste ich nur einen bekämpfen gleichzeitig. Das ist ja perfekt. Ich musste nicht beide direkt bekämpfen. Das lief gut. Lief gut, lief gut. So. Dann würde ich eigentlich sogar gerne nochmal kurz auf dieses Dach hier hoch. Stimmt, man kann auch theoretisch, wenn man möchte, hier rüber gehen. Come on. Erstmal irgendwo festhängen. Hier rüber kann man auch, ja. Indem man dann von hier aus hier rein. Alter, kann ich mal nicht an dieser Ecke hängen bleiben, wenn ich da durchspringen möchte. Unglaublich. Unglaublich. Weil hier ist noch Munition, deswegen wollte ich da nochmal hin. Jetzt haben wir die rote Karte auch. Oh. Da habe ich geschossen und auf einmal war da gar kein Gegner mehr. Okay, Kills sind alle da. Ein Secret fehlt noch, aber an sich. An sich lief das doch jetzt ganz gut. Ja, ja. Und wirklich coole Map. Die hat mich halt echt ein bisschen an Batman Doom erinnert, durch das über Dächer springen und durch Schächte klettern und so. Aber ja. Immer noch. Bis jetzt echt astreine Watt. Na, dann suche ich doch das Secret. Man sieht sich beim nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao. Ja, okay. Das Secret hier bei dieser Plattform. Dieser Pfosten hier. Tada. Berserkerfähigkeit. Damit hätte man dann noch das Secret.